Heute kommt es drauf an, wir sind in Neukarlin und es gibt die letzte Challenge Bart gegen Bauch. Endlich mal nichts mit Schmerzen, einfach nur Wissensfragen. Vor allem müssen wir Fragen beantworten zu den Orten unserer Urlaub zu Hause tun. Die Regeln sind ganz, ganz einfach. Ich lese euch die Frage vor, stelle euch dann A, B, C drei Antworten vor, wovon nur eine einzige richtig ist. Wer glaubt, die Antwort zu kennen, der ruft ganz einfach seinen Titel, also Bauch oder Bart, und dann gucken wir, ob es richtig ist. Und wenn die Antwort falsch ist, dann bekommt der Gegner, also dann der andere, den Punkt. Ich denke, ganz einfach, oder? Nein, nicht verstanden. Kannst du nochmal wieder? Nein, erzähl. Fangen wir an mit der ersten Frage. Ihr seid auf eurer Reise über viele Seen und Flüsse gereist, dabei auch über den Plauersee. Auf welchem Platz in Deutschland, was die Größe angeht, steht der Plauersee? 4. Damit geht der Punkt an den Bart, denn es ist Platz 7. Geil! Guck an! 1:0 damit für den Bart. Welche Postleitzahl hat die Stadt Wesenberg? Nein. Ich führe, es ist mir zu gefährlich. Ich liege hinten, es ist mir zu gefährlich. Für welche Kleidungsstücke ist die Stadt bekannt? Bauch! Schuhe! Ich muss sagen, Bart, das war richtig. Basti, er hat recht. Ja. Damit steht es 1:1 für Schuhe. Ist Parkin bekannt? Bauch! Bart! 10. Sekunde war der Bauch schneller, muss ich sagen. Können wir das nochmal in der Slow Motion sehen, bitte? Weil ich glaub, jetzt musst du aber die Antwort gleich sagen. Störtebeker. Das ist falsch, denn gefragt Klaus ist nach dem Vornamen. Klaus Störtebeker. Und der Vorname. Scheiße! A. Rainer, B. Günther, C. Klaus, Bart. Also er war definitiv schneller. In dem Moment, wo ich Bauch gesagt habe, wusste ich, scheiße, die wollen bestimmt den Vornamen. Bitte, da steht es 2:1 für den Bart. Wie weit ist Helgoland bei Neustrelitz vom Helgoland im Nordwesten der Bundesrepublik entfernt? Bart! Bauch. Ich krieg's nicht hin, Bauch zu sagen. B. 400 Kilometer, circa 400 Kilometer. Das ist korrekt, damit hat der Bart seinen dritten Punkt gemacht. Ich bin zu dumm, Bauch zu sagen. In Lauterbach, ihr erinnert euch, war auch schön, ne? Ging's auf den Bodden mit einem Motorboot. Da habt ihr eine bestimmte Art von Robben beobachtet. Bart! Kegelrobben. 4:1. Ja! Yeah! Damit würde ich sagen, die Challenge. Wieso, wird die Frage nicht am Ende nochmal umgemodelt? Und wenn wir ehrlich sind, dann ist nicht bloß die Challenge heute gewonnen, sondern Bart. Ich hab den Gesamtsieg! Großartig! Pässe! Wieso stellt ihr denn diese Frage nicht nochmal um? Warum kann da nicht kommen, ist das die größte Robbenart oder nicht? Dass ich wieder, der die ganze Zeit schon so ein Pech bei diesen Kack-Challenges hat, dass ich, mach das Mikro aus, dass ich die ganze Zeit so eine Fragen kriege, wo ich immer dann am Ende nochmal eine Drehung habe. Ich raste aus, echt. Einer sehr traurig, einer sehr glücklich. Das heißt, der Gesamtsieger der gesamten Challenges ist unser Bart. Nicht nur, weil er heute gewonnen hat, sondern weil er vom Bauch eben auch nicht mehr eingeholt werden kann. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Wieder so eine Scheiße, wo ich einfach Pech habe. Das war klar, dass diese Kackfrage nochmal umgemodelt wird. Danke an alle, die für mich gewotet haben. Und viel Erfolg beim Gewinn der Bootstour. Morgen früh wird's entschieden bei Timo und das Morgenteam um 7:15. Ich hasse ihn.